So, schätzungsweise sind wir jetzt demnächst in einer neuen Folge. Ich gucke mal kurz nach, was so mein Themenkatalog angeht. Genau, Zahnputzstrategien. Warum auch immer ich mir das aufgeschrieben habe, aber mir ist mal aufgefallen, also ich lebe ja jetzt schon eine ganze Zeit. Ich bin ja jetzt schon ein Opa. Quasi ein Greis bin ich. Ich bin uralt. So, und mir ist aufgefallen, dass sich in den Jahren die sogenannten Zahnputzstrategien geändert haben. Also ursprünglich hat jeder quasi Zähne geputzt, so wie er Bock hatte. Egal. Kreuz und quer im Mund rum. Einfach mal so quasi, zur Not auch einfach mit dem Finger. Und dann kam irgendwann quasi ein paar Zahnärzte an, die haben gesagt, ja, das ist scheiße. Putzt doch lieber anders eure Zähne. Ich würde sagen, ihr putzt eure Zähne jetzt neuerdings in Zickzack-Bewegung. Und zwar immer hin und her, hin und her. Zumindest hat man mir das als kleines Kind in der Schule sozusagen so beigebracht, für die Leute, die aus asozialen Familien kamen, wo es keine Zahnbürsten gab. Denen musste das halt erklärt werden, wie man Zähne putzt. Denen wurden dann gesagt, ja, also du putzt dann so in Hin- und Herbewegung und zwar alle Zähne, die du im Mund hast. Du darfst da keinen auslassen. Das ist nämlich böse. So. Dann kam Jahre später irgendwann quasi in der Werbung so der Hinweis, Zähne müssen immer auf und ab geputzt werden. Nicht hin und her. Hin und her ist böse. Also immer auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Dann kam irgendwann plötzlich, ein paar Jahre später, der Hinweis, auf und ab ist auch ganz böse. Auf und ab ist ganz böse. Es wird in kreisenden Bewegungen geputzt. Immer schön kreisen. Kreisen. Ich frage mich, was bringt das? Also, ich meine, hin und her. Da könnte man ja jetzt sagen, gut, okay, gegen hin und her spricht jetzt vielleicht das Hin- und Herputzen so ein bisschen, naja, da könnten sich quasi so Furchen in die Zähne einschleifen und dann hast du quasi so, keine Ahnung, furchige Zähne. Ja, dachte ich mir jetzt einfach mal so. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hat dann irgendjemand gesagt, nee, du musst auf und ab putzen? Ja, wenn man auf und ab hast du ja dann so Furchen von oben nach unten. Das ist ja auch nicht gut. Also ich meine, dann kam halt eben dieses in kreisenden Bewegung, wo ich dachte, ja, okay, das klingt eigentlich ganz logisch. Also es klingt eigentlich ganz logisch, weil du machst so keine Furchen, die auf und ab sind und keine Furchen, die seitlich sind, sondern du machst halt kreisrunde Furchen in deine Zähne. Also so nach 100 Jahren Zähneputzen hast du dann quasi nach durchgehend Zähneputzen irgendwann so Furchen in den Zähnen. Ja, da dachte ich dann, okay, gut, jetzt haben sie endlich mal quasi eine Strategie gefunden, die endlich aufgeht. Jetzt brauchen sie keine neuen Zahnputzstrategien. Was kam dann? Vom Zahnfleisch weg zum Mittelpunkt der Zähne. Also so von oben nach unten und von unten nach oben. Und da dachte ich so, wollt ihr mich verarschen? Echt jetzt? Also ihr habt mir jetzt erst gesagt, ich soll einen Zickzack putzen. Dann soll ich auf und ab putzen. Dann soll ich im Kreis putzen. Und jetzt soll ich plötzlich vom Zahnfleisch zu den Zähnen, zum Zahnrand putzen. Wie soll das auf der Innenseite der Zähne funktionieren? So, weil außen kann ich ja noch verstehen. So runter, runter, runter oder rauf, rauf, rauf. Aber auf der Innenseite der Zähne. So eine Kreisbewegung mit der Zahnbürste oder so. So irgendwie so kratzen. So. Weil das geht ja gar nicht anders. Und dann fängt man doch wieder an, irgendwie rauf und runter zu putzen. Also ich putze seit Jahren so, wie ich Bock habe. Im Endeffekt überall einfach so hin und her und außen, aber dann noch in kreisenden Bewegungen so zum Abschluss quasi so zu polieren. Und bisher geht es meinen Zähnen eigentlich ganz gut. Abgesehen davon, dass ich irgendwo da so einen Backenzahn habe, der so ein bisschen, naja, dem es so ein bisschen nicht gut geht. Aber ansonsten super Zähne habe ich eigentlich. So, das musste auch weg. Naja, eigentlich wollte ich den fällen. Ja, aber wie gesagt, ich frage mich, wer hat sich diese Strategien ausgedacht? Sind das die Zahnbürstenhersteller? Sind das irgendwelche mega enthusiastischen Zahnärzte, die sich denken, ja, wir müssen da jetzt eine neue Zahnputzstrategie erfinden? Die Leute sind einfach zu doof, quasi, um sich die Zähne zu putzen, also müssen wir da mal wieder ein paar neue Strategien ran. Pff, keine Ahnung, wer kommt denn auf sowas? So. So, dann bauen wir hier auch mal wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3. So, hier 1, 2, 3, 1, 2 und da. Dö, 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 dö. So, und hier unten müsste ich dann eigentlich mein Feld machen, obwohl ich nicht weiß, ob es hier unten nicht dann vielleicht zu dunkel ist. Keine Ahnung.
So, mal sehen, auf welche Höhe habe ich den Boden denn gesetzt? Auf die Höhe. So, zack. Das heißt, das machen wir jetzt auch hier. Über meinem Feld. Nee, geht wieder mal nicht. Ich brauche mehr Regale. Oh, ich habe neue Sachen im Lager. Ein Ledersessel, ein Schrank, ein Komfortbett, ein Wandfell, großer Tisch, Blumentopf. Großen Tisch müsste ich mal machen. So, Nägelbretter. Weil ich muss ja auch mal mit der Forschung vorankommen. Apropos Forschung. Die Zahnforschung macht keine, ja, ich habe keine Nägel mehr. Die Zahnforschung macht große Fortschritte in letzter Zeit. Eigentlich nicht. Eigentlich macht sie wirklich sehr, sehr kleine Fortschritte, wenn überhaupt. Also, es hat sich ja nicht viel wirklich an der Zahnpflegetechnik geändert. Es gibt halt irgendwie rotierende Bürsten, die automatisch rotieren. Da musst du nicht mehr selber die Zahnbürste drehen. Ja, kann vielleicht ganz komfortabel sein. Ich wollte ja komische Stütztier da, Gerüste. Bretter und Stämme. Mal sehen. 10, 20, 30. So. Ich brauche auch ständig Holz und so ein Kram. Aber ansonsten habe ich das Gelände hier gut geplättet. Ich hoffe natürlich, dass die Gegner hier oben spawnen, wenn ich die Ebene fertig habe und nicht hier unten. Aber kann natürlich auch sein... Sag mal, wie doof seid ihr Zwerge eigentlich? Ihr baut da und geht dann da runter? Echt jetzt mal? Naja, Zwerge. Was soll man da so winzigen Gehirnen erwarten? Also da kommt jetzt auch nicht wirklich irgendwie so Einstein-Meisterleistung bei raus. Aber wir haben neun Zwerge haben wir schon. Wie viel XP brauchen wir noch? Wir brauchen nicht mehr viel XP. Aber das geht jetzt echt schnell, das Leveln. Also ich erinnere mich noch, das letzte Mal, da hatte ich 7 Zwerge und das hatte ich so die ganze Zeit. Das hat nicht aufgehört. Okay, das hat er jetzt gecancelt hier, weil es nicht erreichbar ist. Naja, sind wir mit dem Zahnputzthema ja auch mehr oder weniger durch, weil, was soll ich denn da sonst noch sagen? Zahnputzstrategien. So, kurz mal durchstreichen. So, oh nein, das sehe ich ja jetzt erst durchs Blinken. Nächste Monsterwelle greift an. Und ich habe nichts gemacht. Meine Zwerge sind schutzlos. Haben wir jetzt eigentlich überhaupt mal, gucken wir mal in die Forschung. Haben wir jetzt überhaupt schon mal Verteidigung irgendwas? Weizenkorn? Ach, da kriegen wir magischer Wald und so ein Kram. Säule, Werkstatt. Der hölzerne Turm, da kriegen wir ihn. Advanced Processing habe ich schon. Das heißt, Basic Stoneworks muss ich machen. House Decorating. Eiswand, gucken wir mal. Dafür brauchen wir Eis. Okay. Wie können wir Eis fertigen? Eis fertigen wir aus Schnee. So. 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, dann gucken wir mal. Die Eiswand. Aus Eis fertigen. 4, 8, 13, ich weiß gar nicht, wofür wir eine Eiswand brauchen. Aber ich will die Forschung... Nein, ich kann die Forschung nicht abschließen. Ich habe nicht genügend Eis. Das ist blöd. Aber wir leben hier in einer Eiswelt. Also können wir uns einfach mal wieder ein neues Eis machen. Zack. So. Ich weiß nicht, was ich mit der Eiswand anstellen soll, aber... Zack, zack, zack. Geschafft. Basic Decorating. So. So schnell geht das. Zack. Und jetzt haben wir Basic Stoneworks. Da können wir endlich Steinwälle erstellen. Steinwälle sind praktisch. Moment mal. Stein, Wasser und Sand? Waren die Steinwälle nicht einfach nur 4 Steine? Na, eine Werkstatt benötigt. Ich wusste es doch. Relief, olé. Olé. Werkstatt. Hey, die hat ein neues Symbol, die Werkstatt. Kann das sein? Einen großen Tisch brauchen wir dafür. Großen Tisch. Da ist noch einer in Planung. Toll. In 30 Sekunden kommt jemand. Da unten fertigt der Regale. Nicht Regale. Die Stützen werden gefertigt. So, die können weg. Mal sehen, wo die Gegner spawnen. Mal gucken. Kann ja nicht so schlimm sein, hoffe ich doch mal. Und? Okay, bei Grunts Shop spawnen sie. So, okay. Nein. Was? Level aufgestiegen. Hallo? Lass dich doch schon wählen, Zwerg. Wähle, Zwerg. Übernehmen.
So, jetzt kommt's nämlich. Bevor die Tür kaputt ist, muss ich hier mal ein paar Leute verkloppen. So, schön angreifen hier. Schön angreifen. Schön fertig machen. Ja, genau. So ist richtig. Immer schön draufhauen, kleiner Zwerg. Du bist die einzige Verteidigung, die es hier gibt. So. Na, greif an. Au. So, das Lustige ist nämlich, wie gesagt, wir haben gesiegt! Yay! Sieg! Klang ein bisschen übertrieben. So, den Yeti verkloppe ich. Komm schon, hier, der Yeti wehrt sich nicht. Na? Ah, jetzt wehrt er sich. Na? So wehrt er sich nicht. So, hier, ordentlich drauf, zack, tot. Dann können wir den Zwerg auch wieder befreien. Und ich glaube, ich müsste mal ein neues Bett bauen. Nein, hier doch nicht. Kusch. Lager. Komfortbett. Stoff. Wir haben keinen Stoff. Stoff bauen wir aus Wolle und Farbe. So, zack. 5 Stoff. Plupp. So. Ja gut, jetzt zeichnet noch alles auf. Ich muss immer hin und wieder mal nachgucken, ob hier noch alles aufzeichnet. Stoff. Zack, und Holz. Weil nämlich Betten... So, Komfortbetten haben nämlich den Vorteil, dass die Zwerge schneller regenerieren da drin und auch den Komfort des Hauses steigern. Aber ich habe, wie gesagt, 10 Zwerge und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Betten nur. Da. Wo ist mein Bett? Oh, das erscheint jetzt hier unten, oder was? Nee. Dachte schon. Der Zwerg sagt das. Dachte schon, die Sprechblase erscheint jetzt hier beim Lager oder so, aber was haben wir denn hier? Noch einen runden Spiegel. Basic Decorating haben wir ja schon durch. Was ist das denn? Venezianischer Stuck? Bäh, der sieht ja jetzt richtig eklig aus. Git. Bäh. 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 So. Genug geekelt. Was ich mal ausprobieren wollte ist, was passiert, wenn ich nach unten grabe? Soll heißen... Was passiert? Na. Was passiert, wenn ich hier einfach mal nach unten grabe? Also schneit es endlos tief oder ist es irgendwann so, dass es quasi zu Regen wird? Weil ich will einen Swimmingpool haben. Dementsprechend grabe ich jetzt einfach mal nach unten. Apropos, wenn ihr die Folge hier seht, ist wahrscheinlich die Gamescom schon vorbei. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ne, Moment! Ihr guckt die Folge wahrscheinlich am, ich zeichne jetzt eine halbe Stunde auf. Das heißt, ich habe 2 Folgen geschnitten und bin jetzt in der dritten. Also müssten wir uns eigentlich immer noch am Gamescom-Tag befinden. Also falls heute noch Gamescom ist und es ist zufällig Freitag. Freitag. Ich bin auf der Gamescom. Ihr könnt da gerne mich, naja, nicht mich befummeln, aber ihr dürft mir gerne die Hand schütteln, Hallo sagen. Oh, ein Buch. Ein Nahkampfbuch. Und entsprechend, ja, ich habe keine Autogrammkarten, also fragt mich nicht nach einem Autogramm. Na, komm schon. Immer diese Zwerge, die im Weg rumlaufen. So, weil ab einer bestimmten Tiefe sollte normalerweise der Schnee quasi zu Regen werden. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht genau. Außerdem, haben wir jetzt den Steinwall? Nein, haben wir nicht, weil wir keine Werkstatt haben. Werkstatt. So, Werkstatt. Dafür brauchen wir einen Stein. Eine eiserne Spitzhacke. Einen großen Tisch. Etwas Sand. Und Holz. Zack. Ach, Moment, den können wir ja, glaube ich, gleich hinbauen, oder? Hier. Ja, können wir. Tun wir die mal da hin. Da passt sie nicht. Da passt sie.